Ich mag keinen warmen Kaffee. Kaffee sage ich schon, Kakao. Ich trinke am liebsten den Kakao kalt. Trinkt ihr euren Kakao kalt oder warm, mit warmer Milch? Also ich persönlich mag das Kalte lieber. Ich weiß nicht warum. Es ist erfrischend, schmeckt schokig und es ist auf jeden Fall nicht so zeitaufwendig. Einmal kurz kalte Milch, bisschen Pulver rein und fertig. Bei warmem Kakao musst du erstmal die Milch aufwärmen, dann musst du sie noch mal vielleicht noch umrühren. Am Ende ist die lauwarm und so, boah, nee, kann ich nicht machen. Es sei denn, du kochst sie auf dem Kochtopf. Warum habe ich jetzt diesen Anfang? Keine Ahnung. Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Totale Langeweile. Ich wollte schon gerade die Meinung sagen. Nein, es ist totale Langeweile. Ja. Folgende Sache. Boah, geil, oder? Warte mal. Ich habe doch da hinten noch eins. Aber das ist noch alles ein bisschen blöd, weil ich habe noch kein Verlängerungskabel. Ihr fragt euch jetzt, was das soll. Es ist tatsächlich so passiert. Vor 1,5 Jahren oder länger habe ich endlich mal die Möglichkeit bekommen, meine Videos zu monetarisieren. Und das bedeutet, ich kann die Werbung einschalten. Und das habe ich am Anfang mal gemacht, um das auszuprobieren. Und als ich dann irgendwie Wochen später auf mein AdSense-Konto geguckt habe, da sind Centbeträge drauf gewesen. Ich habe nichts verdient, gar nichts. Also da habe ich mir gedacht, ach komm, scheiß drauf. Und habe das dann aber trotzdem in den Voreinstellungen vor Jahren mal eingestellt, dass ich, egal ob ich ein Video hochgeladen habe, automatisch monetarisiert war. Und irgendwann mal vor ein paar Wochen habe ich nochmal auf mein AdSense-Konto geguckt, völlig vergessen, dass da irgendwas eingeschaltet ist. Und tatsächlich habe ich da einen Betrag gehabt und konnte jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche diese Mindestgrenze von 70 Euro ausbezahlt bekommen von Google oder von YouTube, keine Ahnung. Und das habe ich natürlich mir zunutze gemacht und habe mir von dem Geld einmal diese komischen Fotolampen gekauft. Ich habe den Rainer Schauder gefragt, was der so für Lampen da hat, weil meine Beleuchtung ist immer scheiße. Und ja, er hat mir dann diese Dinger empfohlen. Das sind so zwei so kleine Lampen, die passen perfekt hier in mein Inventar und geben eine gewisse schöne Leuchte. Finde ich ein sehr schönes Licht. Ich benutze es jetzt gerade zum ersten Mal. Ich habe noch keine Probe gemacht. Ich habe noch keinen Testlauf gemacht. Ich habe nicht mal das Verlängerungskabel. Deswegen ist eins da unten und eins hier vorne. Es wäre besser, wenn es auch eins hier scheinen würde. Es geht aber leider gerade nicht. Müsst ihr jetzt euch damit anfreunden. Aber das ist zum Beispiel die erste Sache, wo ich das Geld investiert habe. Und das andere kommt gleich. Das habe ich nämlich hier drin. Das werde ich gleich mal auspacken. Ja, es stehen ja jetzt momentan die schönen Wintermonate bevor. Obwohl das sehr ungemütliche, kalte Monate sind, ist es doch für Gamer das reinste Schlaraffenland. Das sind die Monate, wo es absolut kein Problem ist, wenn du zu Hause bist und zockst, wo du dich drin einkuschelst und dann schön abtauchst in die Welt oder ins Online-Gameplay oder keine Ahnung was, wo die geilsten Kracher rauskommen. Also jetzt diese Woche kam Assassin's Creed 3, nächste Woche Halo 4 und danach schon Black Ops 2 die Woche drauf und dann kommen noch ganz viele andere Spiele im Minutentakt. Dann kommen die Steam-Deals, die Winter-Deals. Alter, mein Portemonnaie hat schon total Angst davor. Das sind geile Monate. Da haben wir wirklich viel zu spielen. Es ist eigentlich sollte man alle geilen Spiele auf die Monate verlegen, dass man, da hat man auch viel frei, viele Feiertage. Ich freue mich einfach schon. Ich habe meinen obligatorischen Weihnachtsspiel auch immer dabei. Also jedes Jahr überlege ich mir, welche Spiele ich zu Weihnachten spielen werde. Und das ist dieses Jahr Tales of Graces F. Das habe ich mir extra, ich habe das zwar schon seit Wochen, aber habe es mir extra aufgespart, dass ich das dann da spielen kann. Ich weiß ja, das passt sehr gut, so Wintermonate und ein schönes japanisches Rollenspiel. Da habe ich richtig, richtig viel Bock drauf. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Tonqualität ist. Ach, wurscht. Ich lehne mich jetzt gerade ein bisschen zurück, weil ich will es ein bisschen gemütlicher machen. Nicht immer vorne am Rand. Aber der Kakao von Nesquik ist gut. Naja, gut. Ja, und die zweite Sache, die natürlich für euch mehr oder weniger von Bedeutung ist, für mich eher mehr. Und zwar ist es so, dass die Wintermonate natürlich auch so immer sehr dunkel sind. Also wenn ich aus der Arbeit komme, ist es dunkel. Auch immer voll scheiße. Wenn du morgens zur Arbeit gehst oder zur Schule und es ist dunkel und du abends nach Hause gehst und es ist dunkel, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ich finde, das sollte abgeschafft werden. Ich finde, man sollte dann Feierabend machen, wenn es gleich dunkel wird. Das ist, ich kann auch, das ist, das hat überhaupt gar kein Gefühl mehr für den Tag.
finde ich. Man denkt irgendwie so im Kopf, ja, der Tag ist jetzt vorbei. Nee, das gefällt mir gar nicht. Nee, egal, auf jeden Fall, die Wintermonate sind da und das heißt, es ist nur dunkel, wenn ich dann was aufnehmen will. Denn die Zeit ist ja nur dann da, wenn ich nicht in der Arbeit bin. Und deswegen sind diese Fotolampen wirklich gut, weil sonst hätte ich nur dieses bescheuerte Taschen, hier dieses die Tischlampe und die ist richtig scheiße. Deswegen freue ich mich, dass ich solche Fotolampen habe. Ja, fangen wir mal an. Ich habe ja schon längst angefangen, aber ich habe mir natürlich ein paar Spiele. Fangen wir erstmal mit der größten Neuerung an. Zufälligerweise habe ich es mir bei GameStop gekauft. Der Jan, das mit dem Jan, ich habe ja so ein Angebot bekommen von ihm, das hat irgendwie nicht richtig hingehauen. Und ich bin dann halt spontan, bin ich dann im Einkaufszentrum rumgelatscht und war im GameStop und habe so mal gefragt, wie teuer so eine Wii ist. Und ich finde das ganz okay. Für 100 Euro die Wii, die ist zwar gebraucht, aber in einem sehr, sehr guten Zustand, sogar mit Originalverpackung. Und einem Spiel, einem Gebrauchtspiel deiner Wahl. Und da war ein Spiel dabei, das ich mir geholt habe. Natürlich ist dabei gewesen Wii Sports Resort. Ja, das ist eben die geile Sache. Wii Sports Resort war dabei und ich frage, ja, wie Wii Sports Resort, muss da nicht noch eine Wii Motion Plus dabei sein oder so? Und dann hat er gesagt, ach ja, schenke ich dir. Finde ich total geil. Also ich habe mich sehr gefreut. Auf jeden Fall war Wii Sports Resort dabei und das Spiel meiner Wahl, was ich ausgesucht habe, ich fand, da waren nicht so geile Spiele dabei. Da gab es Dead Space Extraction, die Resident Evil Darkseid Chronicles, Super Mario Galaxy 2, was ich aber auch noch holen werde. Vielleicht, ich kaufe mir nämlich die Spiele vom Jan dann. Und was ich mir geholt habe, war Donkey Kong Country Returns. Ich habe das jetzt schon angefangen, weil der Nunchuck nicht funktioniert hat. Ich musste mir einen neuen holen. Also habe mir dann umgetauscht und dann habe ich die ganze Zeit Donkey Kong Country gespielt, weil das ja mit der Wiimote so, ne, horizontal gehalten wird. Großartig. Ich finde ja, Donkey Kong Country Returns ist das Call of Duty unter den Jump'n'Runs, weil da so viel abgefahrenes Zeug passiert. Richtig geil. Das soll ja extrem schwer sein, aber ich habe nur eine Welt gespielt. Anscheinend war da noch nicht viel Schweres dabei. Ich kann da eigentlich relativ gut durch. Was ich aber auf der Wii sehr, sehr viel gespielt habe. Ich war letzte Woche krank und habe dann im Bett schön die Wii aufgebaut und dann die Wii gespielt. Man mag jetzt meinen, so, wie kannst du denn, wenn du krank bist, so dann rumfummeln? Wenn man irgendwann mal diese Krankheit überwunden hat und man eigentlich nur zu Hause hockt, dann macht sich das natürlich sehr gut. Super Mario Galaxy! Und ich muss sagen, auch, also alle Leute, die mir dazu geraten haben und alle Leute, die es so hoch gelobt haben, denen gebe ich absolut recht. Das Spiel ist so geil. Das macht so viel Spaß. Also ich bin ein großer Fan vom Spiel. Ich bin ja ein Riesenfan von Mario 64 gewesen. Obwohl ich den Nintendo 64 nie besessen habe. Emulator sei Dank. Also für mich sind Mario 64, Super Mario Bros. 3 und Super Mario Galaxy momentan die absolut besten Mario-Spiele. Galaxy hat mich total überzeugt. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe noch eine Galaxie, glaube ich, noch zu erledigen. Aber bis jetzt sind alle Galaxien cool gewesen, außer ja, ein, zwei Dinger waren nicht dabei, die nicht so cool waren. Und was ich auch noch ausgeliehen habe, übrigens, das gehört mir nicht, das gehört dem Rako. Der hat mir das ja ausgeliehen, als er hier war. Und Pandora's Tower genauso. Das werde ich dann spielen, wenn ich mit den meisten Spielen hier fertig bin. Das ist nämlich nicht so das coole Weihnachtsspiel. Glaube ich nicht. Naja, gut. Aber warum ist das also eigentlich eine schwarze Hülle? Warum macht man das? Also, ich bin jetzt nicht ein Sammler. Aber trotzdem finde ich das schon ganz cool, wenn so Spiele bei Sammlern so schön im Regal so gleichmäßig aussehen. Und dann hast du manchmal irgendwie so eine schwarze Hülle, dann hast du manchmal eine graue Hülle. Sowieso alle Classic-Hüllen, also diese PlayStation Platinum oder Xbox Live Classic. Warum grau, Alter? Die grauen Hüllen sehen nur scheiße aus. Wer denkt sich denn eine graue Hülle aus? Dann lieber irgendwie helles Blau oder sowas, was halt noch irgendwie stylisch aussieht. Aber grau. Also finde ich voll scheiße. Ja, und wenn dann halt irgendwelche Spiele anfangen, eigene Sachen zu machen. Ich glaube, Donkey Kong Country damals auf dem Super Nintendo hatte auch, glaube ich, ein Gold. Nee, auf dem Game Boy hatte ich das Spiel und das hatte ein gelbes Modul. Fand ich zwar damals ganz cool, aber im Nachhinein denkt man sich, alle sind grau und dann hast du so ein gelbes. Okay, gelb sieht doch ganz geil aus. Ist ein blödes Beispiel. Gelb ist besser als grau. Wie man sieht, Xbox Live Classic. Na naja, gut, und dann habe ich noch andere Spiele. Hier. Ein Spiel, das ich bekommen habe von Daedalic. Und ich kann damit echt nichts anfangen. Ich weiß nicht, ich spiele solche Spiele nicht.
Torchlight 2. Einige werden mich jetzt voll für hassen, dass ich das Spiel hier habe und es nicht spiele oder nicht mal ansatzweise spielen will. Das werde ich dem Kai geben, der nämlich mit dem Spiel mehr anfangen kann als ich. Tja, keine Ahnung. Ich habe mir nur sagen lassen, dass Torchlight 2 tausendmal besser ist als Diablo 3. Steht ja auch vorne drauf. Diablo 3 war gut, Torchlight 2 ist besser von 4players.de. Und wenn 4players was sagt, dann muss es doch stimmen, ne? Nee, manchmal haben die ganz gute Tests. Ich mag 4players an sich nicht so gerne, aber ab und zu sind sie doch ehrlich. Besonders der Resident Evil 6-Test, der war sehr gut. Und das Spiel ist meine neueste Errungenschaft. Das spiele ich momentan. Und gerade parallel zu diesem Video entsteht gerade ein Spieletagebuch zu diesem Spiel. Assassin's Creed 3. Werdet ihr sehen, wie ich das finde, wenn ich das Video hochlade? Wie gesagt, also momentan weiß ich noch nicht genau, wie lange ich dafür brauchen werde, weil einfach die nächsten Tage auch so ein bisschen, also schon die letzten Tage waren nicht gerade so freiräumig, dass ich das zocken konnte, ausgiebig, und die nächsten jetzt auch nicht. Aber naja, machen wir mal mein Spiel auf. Das habe ich nämlich heute bekommen, das habe ich mir gekauft von dem Geld, was ich von der Monetarisierung bekommen habe. Boah, geil, Alter. Finde ich voll Hammer. Das Geile an der Sache ist, dass das Spiel recht limitiert ist und, also zumindest ja, nee, recht limitiert ist und an sich halt auch nicht ganz günstig. Es kostet eigentlich so gebraucht, hat es gekostet 50 Euro gebraucht und original, glaube ich, irgendwie an die 90 oder 100 Euro. Der Punkt ist der, dass irgendwann mal gab es irgendwann mal ein Angebot. Also irgendein Gebrauchthändler hat das richtig günstig angeboten für 33 Euro. Habe ich mir gedacht, boah, Alter, hole ich mir sofort zugeschlagen. Ich bin heilfroh und finde das gerade voll geil. Ah. Metroid Prime Trilogy. Bam! Wie Hammer. Das ist auch noch so geil. Guckt euch mal diese Hülle an. Und hinten Samus. Und das ist so geil, weil das hier auch so richtig was drin ist. Guckt mal, was ich hier. Hier, was ist das alles? Metroid Prime Trilogy und hier noch und Handbuch und ja gut, die Wii-Dinger, diese ganzen Prospekte. Ey, geil. Auf einer CD? Ist es auf einer CD du drauf? Tatsächlich, alle drei Teile auf einer CD? Also, ich bin total froh. Das ist ein richtiges begehrtes Stück. Das verkaufen nicht viele. Deswegen wird es wahrscheinlich auch so teuer sein. Ah, sauber. Ich bin jetzt voll froh. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr ein neues Spiel so aufmacht und jetzt am liebsten nur noch ganz nur das angucken wollt und denkt, boah, geil. Ach, wir Gamer sind so leidenschaftlich. Ich hoffe, es sind alle Menschen. Aber leider sind sie es nicht. Was habe ich mir denn noch gekauft? Mann. Ich muss es echt runterwürgen. Also okay, mein Runterbögen nicht. Warmer Kakao schon ganz lecker, aber kalter ist besser. Wahrscheinlich heute immer wieder, wenn ich auf den Tisch knall, weil hier mein Mikrofon steht. Ja. Heute ist es ein bisschen durcheinander, merkt ihr es auch? Also heute bin ich nicht gut vorbereitet, aber so soll es auch sein bei totaler Langeweile. Genau. Ich habe mir noch natürlich noch ein paar digitale Sachen gekauft. Und zwar auf Steam gab es ja jetzt diese Halloween-Aktion bis zum 31. Oktober. Und da habe ich mir Rage gekauft für 10 Euro. Ich finde, das ist ein optimaler Preis für so ein Spiel, was ja vor ein, zwei Jahren oder vor einem Jahr richtig gut abgegangen ist. Oder zumindest ja, durchschnittliche Bewertungen hatte. Aber es gab halt Leute, die fanden das richtig geil. Ich freue mich drauf. Vielleicht mache ich dazu mal irgendwie ein Video, aber es ist schon ein bisschen älter. Also ich weiß nicht, bei mir ist das irgendwie so, wenn ein Spiel schon ein gewisses Alter erreicht hat, dann mache ich dazu keine tiefgehende Meinung mehr, weil dann interessiert es ja auch niemanden mehr. Aber vielleicht ein Take a Look at oder sowas, wenn das, vielleicht mache ich das mal. Genauso wie, das habe ich auch durchgespielt vor, als ich, ne, das war vor 2 Wochen oder so. Das habe ich immer so nebenbei gezockt. Genau, Driver San Francisco. Und ich will jetzt hier an dieser Stelle sagen, ich bin kein Rennspiel-Fan. Das wisst ihr alle. Ich mag Rennspiele nicht, ich kann auch dazu eigentlich keine richtige Stellung halten, weil ich kenne mich nicht gut aus, ja, also deswegen alle Rennspielnarren da draußen, jetzt nimmt mir das nicht übel, aber für mich ist Driver San Francisco eines der besten Rennspiele, die ich je gespielt habe. Ich fand das so geil, es hat mir so viel Spaß gemacht, weil es ist irgendwie,
von der Steuerung her ist es nicht so ein Spiel wie Need for Speed, wo du nicht mal bremsen musst, wo du nicht mal mehr aus vom Gas gehen musst, um die Kurve zu fahren, sondern du musst schon ein bisschen herausfinden, wie die Fahrzeuge sich steuern, weil alle Fahrzeuge sich auch tatsächlich anders steuern. Aber eben diese, also die Entwickler haben sich wirklich viel Freiraum gelassen mit diesem einen Kniff, den ich am Anfang so lächerlich fand, dass Tanner, also der John Tanner ist diese Hauptperson, in Koma fällt und dann aus dem Körper rausgehen kann. Und du dann wie so ein Geist über die Straßen von San Francisco schwebst und in andere Körper anderer Fahrer reinkommen kannst und dann sozusagen deren Auto steuerst. Mit diesem einen Kniff haben sie sich so viele geile Sachen ausdenken können. Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe jetzt irgendwie, ich verfolge jemanden, ja, und der Verfolger ist ganz weit weg und ich komme fast nicht hinterher. Dann gehe ich aus dem Ding raus, gehe ganz nach vorne vor dem Fahrer in den Gegenverkehr, steuere einen Lastwagen und fahre voll ja, vor den Verfolger halt, ihr wisst schon, was ich meine. Und der knallt da volle Kanne rein und ich komme da ganz gut hin. Also, das sind so geile Sachen, geile Ideen, die machen echt viel Spaß. Also, das Spiel, wenn sich das, wenn man das kaufen kann, bei Steam, wird es wahrscheinlich wieder mal 7 € kosten. Ich habe es mir für 7 € gekauft. Ey, holt euch das Teil, das macht richtig, richtig Laune. Hat auch eine ganz akzeptable Geschichte mit coolen Zwischensequenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und voll vielen professionellen deutschen Sprechern. Also eigentlich viele. Christian Bale, Nicolas Cage und so. Ja, habe ich noch was gezockt? Ja, ich habe noch Home gespielt. Das dauert ja auch nur eine Stunde. Das ist so ein Horror-Adventure-Light. Also du spielst wirklich so einen Typen, der in einem. Das ist so ein ganz alter 2D-Pixel-Look. Und du spielst in. Typen, der eines Tages irgendwo in einem verlassenen Haus aufwacht, sein Fuß tut weh und hat keine Ahnung, was los ist, hat keine Ahnung, warum er hier ist und hat keine Ahnung, was das für komische Geräusche teilweise sind. Und das ist eigentlich sozusagen das Spiel. Hat eine coole Story, ist auch nicht teuer. Ich glaube, das kostet 2,50 €. Also dafür kann man sich echt, da kann man mal einmal den Döner sausen lassen und sich Home kaufen und eine Stunde lang ein cooles, atmosphärisches Spiel holen. Finde ich cool. Cool ist heute auch ein cooles Wort. Das benutze ich oft. Ich muss es heute noch austrinken. Je kälter es wird, desto besser wird es. Ja. Ich habe Crysis 1 nochmal angefangen. Aber allerdings auf der Konsole, weil ich halt gern mal wieder einen Shooter auf der Konsole spielen wollte. Und ich habe da jetzt auch bemerkt, wie geil das Spiel ist. Also Crysis 1 macht auch nicht nur richtig Bock, sondern es ist auch irgendwie erfrischend. Und das muss man wirklich sagen, im First-Person-Shooter-Genre mal eine Erfrischung zu haben, weil einfach der Nanosuit so viel neue oder so viel anders macht, so erfrischend wirkt. Das vermisse ich so ein bisschen von den Spielen heute. Crysis 3 hat mir ja auf der Gamescom nicht so gut gefallen. Also war zwar ganz nett, aber hat sich von Crysis 2 eigentlich so gut wie gar nicht verändert. Deswegen Crysis 1 echt ein geiles Teil. Wenn man sich das nochmal günstig holen kann, empfiehlt es sich. Müsste ja mittlerweile auch auf allen Rechnern laufen. Ich wollte die ganze Zeit schon was erzählen, aber ich habe es jetzt ein bisschen vergessen. Nee, fällt mir nicht mehr ein. Egal, aber eine andere Sache. Ich mache heute nicht so lang. Eine andere Sache ist die. Genau. Das ist mir aufgefallen schon vor einigen Tagen, als ich mir dieses Spiel gekauft habe. Ja. Wisst ihr, wie viele Versionen von diesem Spiel existieren? Ich habe keine Ahnung. Sieben? Ich weiß es gerade nicht so genau. Der Punkt ist der. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Ich wollte darüber mal einen Vlog machen, aber mir ist es irgendwie nicht so. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das kein großes Thema ist, dass man jetzt darüber extra ein riesiges Video machen muss. Und deswegen erwähne ich das jetzt mal hier. Und zwar ist mir das am wirklich prägendsten eingefallen bei Darksiders 2. Ich habe mir Darksiders 2 gekauft und als ich dann so bei Amazon war, habe ich dann Darksiders 2 eingegeben. Und finde dort die Darksiders 2, die Darksiders 2 First Edition, heißt die so? Warte mal, ich hole mal das Spiel. Moment, das muss ich jetzt mal gucken. So, hier. Oh Mann, jetzt habe ich das Wendecover benutzt. Was ist denn das für eine Edition?
Ja, First Edition heißt ja so. First Edition von Darksiders 2. So. Dann dachte ich mir so, ja, es muss ja nicht die First Edition sein. Ich will halt das normale Spiel, ich brauche keine Zusatzkrempel und so. Und guck dann, ob das, wie teuer die Standardversion ist. Also einen ganz normalen Darksiders 2 ohne Edition kostet 20 Euro mehr. Hab ich mir gefragt, wie 20 Euro mehr? Und das ist mir schon öfter aufgefallen, dass normale Versionen, Standardversionen teurer sind als diese ach so krassen Limited Editions, ja. Das gleiche ist mir aufgefallen bei Deus Ex, war quasi als Vorbesteller war die Limited Edition günstiger als die normale Version. Bioshock. Hat einer von euch Bioshock 1 in der normalen Version, nicht die Steelbook-Version, weil die wird verschenkt wie weiß nicht was. Die normale Version kostet mehr als die Steelbook-Version, wesentlich mehr. Genauso ist es wahrscheinlich jetzt auch, ich habe keine Ahnung, ob es von Assassin's Creed 3 eine normale Version gibt. Ich kenne nur die Special Edition, die Limited Edition, die Join or Die Edition, die Freedom Edition, die Fuck You Edition. Also finde ich ganz krass, dass mittlerweile den Leuten vorgegaukelt wird, was Krasses zu kriegen, aber quasi ist das Normale das Teurere. Also es ist ganz komisch. Ist das natürlich nichts Schlimmes. Ich meine, dann hat man wirklich, man hat ja wirklich bei diesen Editions halt ein paar Sachen dabei. Also bei Darksiders ist da zum Beispiel dabei diesen Download von so diesem Add-on, ja. Ich meine, ist halt bei der Standardversion wahrscheinlich nicht dabei. Aber warum macht man nicht sofort die Standardversion mit so einem Add-on und macht dann wirklich krasse Collectors Editions? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ich gucke die ganze Zeit hier auf. ja. Noch eine Sache. Ich war letztes Wochenende bei Kollegen, hab dort ein Beef gehabt. Wir haben Spiele gespielt wie, also Beef, also wir haben zusammen gezockt halt. Rayman Origins, Halo, das Übliche. Und da haben wir uns ein Spiel ausgeliehen aus der Videothek, das ich nochmal hier erwähnen will, weil mir das echt sehr, sehr gut gefallen hat und ich das auch mir holen werde, irgendwann mal. Und zwar Tekken Tag Tournament 2. Ey, wie viel Spaß wir bei dem Spiel hatten. Wir haben, glaube ich, 3 Stunden am Stück Tekken Tag Tournament 2 gespielt. Du hast so viele Kämpfer, du hast so viele Levels, das hat richtig Spaß gemacht. Das ist das gute alte Tekken und das auch noch mit 4 Leuten, 2 gegen 2. Absolut, also das ist ein geiler Abend gewesen. Lacher inklusive und natürlich ein fetter Fight inklusive. Also wenn man sich wirklich mal wieder mit 4 Leuten amüsieren möchte, Tekken Tag Tournament 2 ist momentan so, was Beat'em-Ups angeht, mein Favorite momentan. Aber jetzt habe ich echt nichts mehr zu erzählen. Ich glaube, das war's auch schon. Ja, das war's. Ich mache jetzt weiter mit meinem Tagebuch. Ihr werdet wahrscheinlich schon, wenn ihr das Tagebuch seht, werdet ihr ungefähr diese Verlinkungen erkennen, wann ich das total langweilige Video aufgenommen habe. Und da sage ich einfach mal haut rein und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!